Daniel hat in der Pause schon aus Versehen das Schild aufgestellt. Ja, ich wollte eigentlich das Schild kurz abstellen, um eine Runde zu machen mit Audiokommentaren, aber... Wir haben uns irgendwie entschlossen, das mit in die Folgen einzubauen. Genau. Manny hat das Schild jetzt hier reingesteckt, weil ich gerade hier stand. Aber ich wollte, dass... Dieser Wegweiser weist den Weg nach Rubakawa. Kannst du ihn nochmal bewegen jetzt? Nee. Ich wollte, dass wir ihn da hinten in die Falle locken. Dass wir jetzt Verfolger haben, die wir bestimmt haben. Achso, hier. Dass wir ihn da hinten reinschicken. Oder so. Ah nein, das Schild müssen wir mit auf die Lichtung nehmen nachher. Ach so, und dann zeigt er... Und dann zeigt uns das irgendwie immer den richtigen Weg irgendwie. Keine Ahnung. Aber wir machen erstmal das mit den Bibern zu Ende. Wir können mal ganz kurz mal Audiokommentare anmachen, was hier so, in der Folge erzählt wird. Und weißt du, was ich jetzt mache? Ich schalte jetzt nämlich tatsächlich mal auf Gamepad um. Mal schauen, ob das jetzt geht, wenn ich das jetzt einschalte. Ach so. Ja, vielleicht geht das auch ganz gut, wenn das... Um euch das mal zu zeigen, und weil das mit den Audiokommentaren ein bisschen leichter ist damit. Aber ich glaube, dazu müsste ich erstmal das Spiel verlassen. Da, weil ich das Gamepad gerade erst eingeschaltet habe. Ach so. Können wir mal sehen. Nee, also Manny reagiert so nicht. Dann machen wir es in der nächsten Folge. Nichtsdestotrotz, okay, die Audiokommentare sind an. No. Und da seht ihr dann, was wir meinen, dass es manchmal ein bisschen komisch ist mit den Audio. Aber ich kann in dieser Folge einfach schnell wegklicken, weil die Sachen kennen wir ja sonst, die Räume kennen wir ja sonst schon hier. Wie geil der Glottis ist. Glottis ist super. Starte euch schon. This is me playing with my own worst fears. I was realizing while we're making this game, I just randomly was thinking about how nice it is that spiders can't fly. Mm-hmm. You know, with spiders are kind of icky, but they're on the wall. You can stay away from them. Don't go in the garage. Don't get fire or whatever. You can stay away from spiders. But what if they can fly? What if you had to, instead of like a bee buzzing around you or something, you had to worry about like a, there's a black widow. Like, wouldn't that be creepy? So we made flying spiders in the game. Sehr schön. Da hat er aber vollkommen recht, wenn Spinnen fliegen könnten. Nehmen wir noch einen zum Ersatz mit. Ja, falls wir einmal das verkacken. Dann hätten wir aber ganz schön verschissen. Jetzt kommt das nämlich schon wieder. Das meinen die halt nämlich, dass diese Audiokommentare. Ja, lass es ihn mal kurz einfach. Geh einfach raus, dann hört es eh auf. Das ist echt lästig. Mit der Maussteuerung kommen die Audiokommentare mal wieder, deswegen hatten wir die erstmal ausgelassen. Also zurück zu den Bibern mit Glottis. Wie cool der halt ist. Der aber halt, Moment, bevor wir hier mit... Was kommt jetzt? Ich laufe noch zu den Pumpen, weil da gibt es vielleicht auch noch einen Audiokommentar. Ah, stimmt. Du bist ein Fuchs. Ich weiß nicht, wo die komischen Geräusche herkommen. Aber das geht nicht ohne Glottis. Ich muss Auto fahren. Lieber mal die Knochen schleudern. Der jetzt steigt schon ein. Ob ich damit noch hin kann. Ah ja. Ah, da war's. I remember in this room, as in several others, Julian, we used a sound ambience that we recorded using a contact microphone on various machines, like Coke machines, other vibrating devices or machine-like devices that produces a kind of interesting hum. And if you put your ear up against a Coke machine, or I was just on the Golden Gate Bridge last week and I stuck my ear up against one of those, you know, 300, 200 nice. Foot pylons, and it's amazing the resonances that are going on in those type of resonant bodies. And we would record things like that and turn them into ambiences for some of the rooms. Ich habe mal eine Doku gesehen über wie in Deutschland Filme synchronisiert werden, halt nicht jetzt über die Sprache, sondern darüber, wie halt Geräusche danach synchronisiert werden. Mhm. Das ist so interessant, was da für... Der Klassiker ist halt das mit den Kokosnussschalen zum Reiten da, so, so diese... Aber was da alles andere noch gemacht wird, um irgendwie Synchrone so nachzustellen, das ist super. Mhm. Total interessanter Job. Das ist echt eine geile. Mein Bruder macht das ja. Hm? Mein Bruder. Ach so, sowas, Sounddesigner? Der, wie nennt man das? Der macht beim Tonfilm die Geräusche. Kennst du es nicht?
ganz alter deutscher Schlager. So. Das ist, glaube ich, auch von Comedian Harmonist oder so. Mein Bruder macht beim Tonfilm die Geräusche. Ganz tolles Lied. Kein Audiokommentar hier. Doch, da. Ah, hier. This scene actually, this is the Beavers here, another good example. So weit. Like, you know, why you have to have coroutines in games, because you, you know, at least in adventure games, you have to have like a script that just says, how's this beaver going to behave? You know, what's he going to do? And at the time that people were making games, you know, the scripting languages weren't popular yet. You had a lot of games in C, and somebody would have been trying to write in their game engine, in their game loop, and go run the beavers now. And in a scene like this, you had to be able to take that and say, this is how a beaver behaves. Right now, I'm thinking like a beaver. How would a beaver? He's going to crawl over here, and he's going to chew on these things, and then he'll get tired, and then he'll jump over here. Mm-hmm. Same thing with the pigeons and anything else. And that, again, it's like I didn't have to think about the fact that they were needed. They were obviously needed. I mean, that's one of the things that Scump had made very obvious. Like, you cannot make adventure games without coroutines. Mm-hmm. They didn't even call them coroutines, though. I mean, we didn't even know what to call them for a long time until, I mean. Threads. They were just threads, yeah. And actually, well, that was one of the early experiments. I actually tried to use actual Windows threads, because this is a Windows game. It wasn't a DOS game. This is a Windows game. We can use actual threads. Yes. And I initially did try and actually have different Lua threads, and it was like, it was just so heavyweight. Machines are so tight, and it was so much overhead, and it was so complex. And it was like, no, we need something lightweight. It needs to be really focused on what the game does. Programmierhintergrund mal. Das sieht schon wieder los. Das ist echt lästig ein bisschen. This scene actually. Sehr. So. Sogar noch hier noch ein. Das ist der gleiche. Hey, we're like, what is the fire? What is the flame source for the beavers? And they're like, well, they have a nuclear. They have a core. They have a nuclear core. So they're thermonuclear flaming bone beavers. Yeah, you know, I have to say, flaming bone beavers. I mean, you would think that would be controversial. What does that remind you of? A band? A band name? Maybe. Yeah. Flaming bone beavers. So hieß auch meine erste Band. So, jetzt können wir das Rätsel lösen. Weil das mit dem nuklearen Kern kann ja nicht stimmen, weil dann würden sie sich ja wieder entzünden von alleine. Und das machen sie ja nicht. Nauze, Tim Schafer. Kann er nicht aufhören. Das war früher übrigens viel komplizierter. Mit der direkten Steuerung von Manny, als in der Maussteuerung auch, wenn man die Biber da verfolgt hat. Der letzte Biber, der kommt jetzt nicht mehr, oder? Den kann man vielleicht so. So jetzt schalt mal den Tim Schafer wieder ab, der nervt ja. Der hält ja nicht die Schnauze. Das ist echt nervig. Ich schalt's ab. Ja, ich schalte es jetzt ab. Schalt den Tim Schafer wieder ab. Schafer. Du bist jetzt ganz weg? Wo ist denn der letzte Biber? Ich bin mir sicher, dass die Straße bestimmt aus dem Wald herausführt. Aber zu Fuß komme ich nicht weit. Abgesehen davon, ich kann Glottis doch nicht einfach hier lassen. Das ist keiner mehr zu sehen. Gucken, was Glottis jetzt sagt. Ja, das Tor ist ja aber immer noch zugeschlossen. Ja. Wir haben keinen Schlüssel. Aber wenn wir sehen, was er jetzt sagt, irgendwie. Da. Da hängt ein dickes Vorhängeschloss am Tor. Das bekomme ich mit bloßen Händen nicht ab. Hätte ich doch bloß nicht den Handtrainer weggeschmissen, den Domino mir mal geschenkt hat. Dem Handtrainer hat ja alles geklappt jetzt. Hattest du auch mal einen Handtrainer? Nee. Warum eigentlich jetzt, was ich. Probieren wir das mal mit dem Schild da hinten. Hier so. Vielleicht kann man das Schild denn überhaupt mitnehmen? Das ist ja das andere Problem. Das Schild steht jetzt hier vorne, oder? Ja. Das müssten wir irgendwie mitnehmen. Vielleicht kann ich ja da hinten zu Fuß rein. Probier es. Dieser Wegweiser weist den Weg nach Rubakawa. Schön. Nehmen wir das mal mit. Genau. Und jetzt da rein. Nicht gerade jetzt. Na guck. Stell's einfach in die Mitte. Und dann fahren wir immer so, wie er es uns anzeigt. Laufen sogar? Oh, keine Ahnung. Fürs Fahren. Glottis wollen wir mitnehmen. Wahrscheinlich wurscht. Wohin? Also hier rein. Erkennt man? Ich erkenne nicht, wo der hin zeigt. Erkennst du das? Sehen Sie mal. Naja, er hat es ja
in der Nahaufnahme gezeigt. Ja, aber trotzdem mit so einem... Jetzt werde ich das vergessen natürlich in der Zwischenzeit. Ja, so nach unten links war es, oder? So Südwest. Hoppla. Hä? Hallo. Das ist vor allem nicht zum ersten Mal, dass es so ein Rätsel gibt. Das gab es in Monkey Island 1 auch schon. Wo man quasi den Wald mit verschiedenen Eingängen hatte und dann braucht man erst ein Hilfsmittel, das einem... Ja, ein bisschen buggy ist es schon. Ein Hilfsmittel, das einem zeigt, wo man denn in welchen Eingang rein und wieder rausgehen muss, damit man aus dem Wald rausfindet. Nee. Ach ja. Guck erst, ob du vielleicht in dem Wald hinten laufen kannst. Vielleicht braucht der Glottis halt ein bisschen Zeit für sich. Vielleicht auch das Spiel kaputt und wir haben seit 2 Stunden nicht gespeichert. Na doch, kann man. Dann laufen wir halt mal ein bisschen. Bin nicht sicher, was das bringt. Ja, mal schauen, wie das, ob man das da besser sieht, ja. Wahnsinn. Ja, oder zeigt der, zeigt er hier rein? Ja, hat es sich geändert? Nee, also hat er hier jetzt gezeigt oder hier nach oben? Ich weiß es doch nicht. Nee. Nutz ihn doch nochmal. Ja. Ich habe das Gefühl, wir sind auf dem richtigen Weg. Und setz ihn nochmal irgendwo hin, ja genau, für den richtigen Dings nehmen. Wo zeigt er jetzt hin gleich? Aha. Aha. Oh. Lotteria. Okay. Ja, das gilt, oder? Ja. Dann hoffentlich können wir jetzt ins Auto steigen. Wäre sonst ein bisschen schlecht, wenn das jetzt verbuggt wäre. Ja, wir haben echt lange gespeichert, oh Gott. Mach mich nicht unglücklich, Tim Schafer. Vielleicht hilft es uns gleich mal speichern und neu laden. Das hilft manchmal. Speichere mal auf einem anderen Slot. Dann überschreibe ich den alten. So. Ist schon geladen so schnell? Ja. Verrückt, diese neue Technik. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen nervig, ne? Geringfügig. Schön, dass es kein Autosave hat, das Remaster, das aber an wichtigen Punkten Savegames anlegt. Was bei einem linearen Spiel ja auch nicht so schlimm wäre. Ist ja nicht so, dass man da irgendwie Entscheidungen trifft oder Sachen im Wert steigert oder so. Kannst dann unten da rein, aber es hilft ja alles nichts, wenn wir jetzt weiter spielen. Irgendwas machen und nachher das Auto nicht benutzen können, weil das Auto müssen wir auf jeden Fall benutzen. Also es bringt jetzt nichts, wenn wir irgendwie unten... Ich kann auch nicht irgendwo reingehen, dass das Auto dann woanders steht, wenn ich wieder rauskomme. Nicht, dass ich wüsste. Ja. Haben wir es einfach nur ungünstig abgestellt, oder was ist passiert? Ja, das muss er doch triggern können. Ja, natürlich musste er, aber es ist einfach nur Pech, dass wir es da abgestellt haben und es gerade irgendwie komisch ist oder woran liegt's. Das heißt, was wir machen, mal eine kurze Pause. Wir sind sofort wieder da, also noch in der Folge. Und ich gehe mal aus dem Spiel raus und versuche. 15 Minuten, das geht schon. Ja? Ja. Natürlich jetzt ein bisschen Leerlauf am Ende, aber was soll's. Probieren wir es in der nächsten. Bis dann. Vor allem wird es dann total spannend, wenn wir es tatsächlich schaffen und dann wahrscheinlich im nächsten Akt landen. Super. Bis dann. Ciao.